Burgund hat sehr ein kühles, regnerisches Klima, es gibt häufig auch Frost und trotzdem entstehen hier sehr gute Weine. Der Hauptgrund ist, dass die roten Weine aus Pinot Noir hier gemacht sind und das Zusammenspiel zwischen Pinot Noir und kühlem Klima funktioniert hervorragend, weil der Pinot Noir ist berühmt dafür, dass er besonders in kühlen Lagen sehr gute, ausgewogene Weine macht. Wir degustieren den neuen Jahrgang. Hier ist das Einkaufsteam von Coop. Wir degustieren uns durch die besten Weine von Burgund, von Norden nach Süden und suchen so die besten Weine aus, für Ihre Subskription anzubieten. Was bei diesen jungen Weinen speziell ist, ist, dass die Struktur und die Säure etwas stärker im Vordergrund ist, als wenn sie dann reif sind. Aber trotzdem kann man so das Potenzial beurteilen. Und ein guter Wein ist auch als junger Wein ein guter Wein und bleibt dann auch ausgewogen und schön später in der Flasche. In der Subskription bieten wir sehr rare gesuchte Weine an, mit sehr kleinen Mengen. Und durch die Subskription hat man überhaupt die Möglichkeit, an die Weine herzukommen. Gut, der Jahrgang 2015 war sehr warm, sehr sonnig. Das merkt man in den Weinen. Es sind sehr tolle Weine, ausgewogen, warm, saftig, mit reifem Tannin. Und trotzdem haben sie die Säure behalten und haben die typische Finesse, die einen guten Burgunder-Jahrgang haben muss.